Na bravo. Ja, da ist der Dodge. Herrlich. Madness. Tizio, Tizio, sagt mir doch was. Tizio, Tizio, Tizio. Sagt mir irgendwas. Ja, da hast du vollkommen recht mit. Mach ich ja nicht anders. Ne? Nein, nee, die ganz ehrlich, also du bist, wenn du Killer spielst, spielst du Killer. Ganz einfach. Ich muss versuchen, dich out zu move'n und von dir zu entkommen. Und du musst mich halt hängen und töten am besten. Ist halt so. Und da kann ich auch mit um. Alles klar, Season. Dann viel Erfolg. Viel Erfolg beim Killen. Gegen Freunde spiele ich gut, okay. Ja, komm doch mal so ein bisschen auf die Freunde an. Wenn du richtig gute Leute hast, mit denen du so ganz gerne mal zusammenspielst, die auch wirklich das Juken wirklich richtig beherrschen, dann hast du es als Killer richtig schwer. Dir auch beim Überleben. Dankeschön, bis gleich. Ich werde es versuchen diesmal. Vielleicht kriege ich ja mal eine Map, wo endlich mal wieder ein bisschen mehr ist als nur zwei Paletten, die ich sehe. Sagen wir es mal so. Ich liebe es zu jagen. Ich auch. Das ist ja mein Problem. Was meinst du denn, warum bei mir die Hack-Quest mit den Teleports immer so lange dauert? Ich vergesse immer, mich zu porten, verdammt nochmal, weil ich gerade im Chase bin. Ne, 15 Mal Hack-Teleport, das kann dann gut mal 4, 5, 6 Runden dauern, bis ich die fertig habe, wenn überhaupt. Weil ich die ganze Zeit immer im Chase bin und dann vergesse ich mich zu teleportieren. Gashimmel, ja, GG. Nächste Map. Wo nichts ist für mich. 100 Pro. Okay. Ivi, ja, schönen guten Morgen. Ja, da wurde ich mal gedodged, würde ich sagen. Scheiße. Wow. Und es wäre der Doc gewesen, tatsächlich. Ach, Gottchen. Morgen, ich gebe dir morgen. Ja, guck mal auf die Uhr. Ne? Guck mal auf den Tacho. Wir haben 2 Uhr morgens. Also morgen, Monsieur. Komme nicht so, ich komme nicht anders. Ja gut, Lady, die Herausforderung ist alles schön und gut, ne? Man möchte natürlich auch dann seine Punkte haben, beziehungsweise seinen Pip irgendwie auch kriegen, ne? Ergo, im Umkehrschluss musst du halt gucken, dass du dann auch killst. Ne? Egal ob Freund oder Feind. In Anführungszeichen. Trini, der Erklärbär, ja, meistens. Kennst mich ja. Ach, scheiß auf den Pip. Ja, nö, also ab und zu möchte ich dann schon mal einen Pip haben, ganz ehrlich. Also heute hatte ich als Killer auch einige Doppelpip-Runden. Lowering Killer ist lustig. Na, ja, es ist nicht so anstrengend wie am High Rank. Das ist wohl richtig. Gebe ich dir recht. Wow. Und WB Mucki, Hallöchen. Auch dir willkommen zurück. Guten Morgen. Auf dem High Rank, da wird man als Killer sehr schnell frustriert. Da gebe ich dir recht. Wer ist denn dieser Kappa? Den kenne ich nicht, den habe ich bei mir nicht im Channel.
Ja, ich sag mal so, Lady, es kommt immer darauf an, wie die Zwerver mal mit dir spielen, ne? Was ich auf Tod nicht ausstehen kann, ist, wenn Zwerver mich teabaggen. Grundlos. Ja, wenn ich fair spiele und ich werde geteabaggt, da krieg ich einen Hass hoch 10. Und da hört dann irgendwo für mich auch der Spaß auf. Oder wenn du Insta permanent geblindet wirst, dann macht das Spiel nicht mehr wirklich Spaß. Ja, da wirst du mir, denke ich mal, recht geben. Na, ihr hattet auch vorgestern hatte ich auch eine Gruppe drin. Drei Leute mit einer Insta-Lampe und ich war wirklich permablind, in Anführungszeichen. Das macht dann keinen Spaß mehr. Schlicht und ergreifend. So, mal gucken, ob jetzt wieder ein Dodge kommt oder. Oh, zwei Gens nebeneinander. Nein, Teabaggen ist das hier. Wenn du das beim Killer machst, und zwar mit dem Arsch zum Killer. Das ist Teabaggen. Nö, also ganz ehrlich, wenn der Killer ein Arschloch war, dann teabagge ich auch in der Runde. Und wenn er mich dann kriegt, dann ist es halt so. Ich im Gesicht zu ihm und tanze dann, okay. Gut, das ist dann nicht so tragisch. Na, ich kann aber dieses Teabaggen kann ich nie ausstellen, schlicht und ergreifend. Na gut, komm, Chaka. Ich lese gerne mal Grimm-Märchen vor. Läuft bei dir, Ibi? Oh, der hängt auch schon zum zweiten Mal, der Junge. Aber der Killer spielt fair, aber richtig fair. Ja, probieren wir.
Wer campt, verdient nur. Ja, Lady, ganz ehrlich, das kannst du so nicht mehr verallgemeinern. Weil viele Killer möchten halt auch ganz gerne mal auf dem höheren Rang wiederkommen. Und ganz ehrlich, wenn du Survivor hast, die wirklich wieder das letzte Arschloch spielen, brauchen die sich nicht wundern, wenn der Killer dementsprechend antwortet in seiner Spielweise. So sehe ich das. Teabagger werden von mir grundsätzlich getunnelt. Ganz ehrlich. Weil es hat eine Frage, es ist eine Frage von Respekt. Und ist der Survivor respektlos mir gegenüber, bin ich respektlos dem Survivor gegenüber. So einfach ist das. Na, du weißt nie genau, warum campt der Killer jetzt. Macht er das generell? Macht er das, weil der Survivor ein Arschloch war? Weil das ist passiert nämlich auch ganz gerne mal, dass es an den Survivern liegt. Ja gut, das mag ja sein. Nur du weißt auch teilweise nicht, was in der Vorrunde passiert ist. Dass der Killer dann dementsprechend abgefuckt ist. Ne, ich pack beispielsweise, wenn ich richtig abgefuckt bin, packe ich Mori aus. Das tut mir zwar leid dann für die nächste Runde, in Anführungszeichen für die nächsten, die dann da quasi sind, aber mein Gott, wow. Schön predicted. Richtig schön predicted. Ja, Lady, du kannst es immer nur sagen, ja. Pff, ganz ehrlich, Lady, wirklich, ohne Scheiß mal. Die Survivor sind zu stark. Ich sage es jetzt gerne, immer wieder gerne. Die Survivor sind schlicht und ergreifend zu stark. Und der Killer hat nur noch gewisse Möglichkeiten. Und ganz ehrlich, abcampen ist eine Möglichkeit, die er nur noch hat, um auf seine Punkte und sein Pip zu kommen. Es ist einfach eine Tatsache. Durch das neue Killerrangsystem ist es einfach so. Aber da hat er mich richtig gut in die Falle reingeschickt. Richtig gut gemacht. Na, da braucht man auch gar nicht rumdiskutieren. Ich habe da meine Meinung in dem Punkt und so einfach ist das. Ich sehe das so. Die Killer haben einfach keine andere Wahl mehr. Die Survivor sind zu stark. Guck's dir an. Ich hoffe, du hast Borrowtime. Dankeschön. Er hat Borrowtime. Sehr nice. Okay. Da vorne war ein Survivor. Hoffe ich. Ja, lauf doch noch weiter weg, du Pfeife! Kann doch wohl nicht wahr sein! Ich hatte genug faire Spiele, die dank unserer netten Spielart alle bekommen hat. Ja, mal ganz ehrlich, Lady, ich habe genug Survivor drin, die wie das letzte Arschloch spielen. Es ist so. Dazu gehört Teabaggen, dazu gehört, dass alle